Boah, Leute, heute wird so ein richtig cooler Tag, weil wir fahren ins Zentro, weil da wollten wir eigentlich schon vor ein paar Tagen hin, aber da waren ja, wie gesagt, meine Mutter und meine Schwester ein bisschen angeschlagen, aber heute fahren wir dahin und das wird so geil. Und außerdem kommt ein HDMI-Kabel an, das bedeutet, dass ich dann endlich auf zwei Bildschirmen schneiden kann, weil vorher ging das nicht, weil sonst müsste ich eins ins Motherboard reinstecken, eins so ein Monitorkabel und eins in eine Grafikkarte und dann crasht Premiere Pro immer. Ja, ich schneide mit Premiere Pro. Ja, aber jetzt muss ich erstmal zu meiner Oma laufen. Ich bin schon richtig spät dran. Es ist 1 Uhr und muss da eigentlich immer um 12:30 sein. Aber ich habe sie auch angerufen, weil ich habe richtig verschlafen. Ich habe einfach bis 11 Uhr geschlafen, obwohl ich mir den Wecker auf 8 Uhr gestellt habe. Aber ich habe sie, wie gesagt, angerufen und habe halt gesagt, dass ich so gegen 1 will nach 1 kommen. Also muss ich mich jetzt beeilen. Aber erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wir fahren jetzt los ins Zentro. Dann würde ich mal sagen, let's go! Zeigen, was ich mir so gekauft habe. Ich habe mir nicht wirklich viel gekauft, aber ich habe mir was gekauft. War angefangen mit Jack & Jones, davon trage ich eigentlich immer mega viel. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die Leute interessiert, hier Mode oder so. Ja, und so habe ich mir einmal diese Jacke gekauft. Ich kann die mal anziehen. Ja, das ist jetzt die Jacke. Ich weiß nicht, ob ihr die so gut erkennen könnt. Zu dem T-Shirt passt jetzt natürlich nicht dazu, aber ich habe mir auch noch ein normales schwarzes gekauft. Und zwar ist das das normale schwarze T-Shirt. Das werde ich jetzt nicht anziehen, aber halt ganz normales schwarzes T-Shirt. Und dann habe ich mir noch so einen grauen Cardigan geholt. Ist das, glaube ich? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Den kann ich auch mal eben anziehen. Ja, und zwar sieht der so aus von der Seite. Und dazu werde ich dann auf jeden Fall auch das schwarze T-Shirt anziehen, weil das sieht, finde ich, cool aus. Dazu passt dieses T-Shirt natürlich überhaupt nicht. Ja, mehr habe ich mir auch eigentlich schon gar nicht gekauft. Ich wollte mir eigentlich noch neue Schuhe kaufen, aber die waren da überall ausverkauft. Ja, und kleiner Funfact, meine Mutter wäscht immer meine Kleidung. Also wenn ich die neu habe, bevor ich die tragen kann, weil ich sonst immer mega den Allergieausschlag bekomme. Deshalb ziehe ich den jetzt auch mal lieber schnell aus. Ja, und ihr steht gerade auf meinem Schreibtisch, weil ich keinen Bock hatte, jetzt den Stuhl ranzustellen, weil ich die anziehen wollte und so. Ich weiß auch gar nicht, wie diese Perspektive so ist, ob man mich gut sieht oder so. Ich muss jetzt voll Hände, keine Ahnung. Ja, also das war's jetzt auch schon mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein und ciao!